So, herzlich willkommen zur neuen Börsenwoche bei Live Trading, bei JFT Live Trading TV. Und zunächst wieder einmal der kurze Risikohinweis und dann schauen wir auch gleich, was der DAX bislang so gemacht hat. In der Kursliste steht die Deutsche Bank und die Commerzbank ganz oben, also die Finanzwerte, die auch schon am Freitag sehr gut gelaufen sind. Am Ende der Liste ist jetzt eine Volkswagen wieder, da geht im Moment nicht viel. Und die E.ON und die RWE sind auch wieder am Tabellenende. So, dann schauen wir den DAX an. Gehen wir jetzt erstmal vom Monatschart aus. Ich habe da ja auch letzte Woche die große DAX-Analyse oder das Big Picture veröffentlicht. Hier sieht man eben jetzt sehr schön, dass eben der DAX dreimal auf den EMA 38 im Monatschart aufgesessen ist und eben hier jetzt bullisch mit dieser Kerze abgeprallt ist. Der Monat ist noch nicht zu Ende und deswegen könnt ihr jetzt die Kerze natürlich schon noch auch negativ ins Negative verwandeln. Aber solange er jetzt auf diesem Kursniveau etwa, also über 10.100 oder sowas schließen sollte, den Monat beenden sollte, sieht es eigentlich wirklich für eine Jahresendrallye relativ gut aus. Jedenfalls für Kurse bis 10.600 sollten dieses Jahr dann auf jeden Fall möglich sein. Darüber hinaus wäre natürlich noch erst auch der Abwärtstrend zu brechen, der würde im November bei ca. 10.100 liegen. Ja, 11.100. Wenn man jetzt hier nochmal eine horizontale Linie einzieht, ja, 11.170 wäre im November sozusagen das Maximalziel. Dann schauen wir kurz in den Wochenchart rein. Hier kämpft er eben mit dem EMA 10 und mit dem Rainbow, mit der Unterkante vom Rainbow. Hier wäre es natürlich wichtig, einen Wochenschlusskurs über die 10.200 zu haben. Im Tageschart hat er jetzt mit der heutigen Kerze den EMA 38 hinter sich gelassen. Und könnte jetzt ja einen Angriff auf die 10.000, auf die Wolkenunterkante bei 10.350 starten könnte. Ja, wenn er jetzt hier das Hoch vom 12. Oktober rausnimmt, signifikant. Im 4-Stunden-Chart liegt der Kurs über dem Rainbow, komplett über dem Rainbow. Hat jetzt eben auch die 10.136. Er nimmt es höchstwahrscheinlich. Ja, gut, das ist jetzt noch nicht sicher. Also die Kerze kann noch, da kann der DAX noch unter die Kerze, über den 4-Stunden-Schlusskurs kann die Kerze doch noch nach unten abfallen. Aber hier wäre es eben wichtig, dass er das Niveau von 10.140, 10.150 eben dann knackt. Und hier wäre dann eben Anlauf. Stelle an den EMA 200 bei 10.300 wäre dann möglich. Zurückfallen, das ist eben auch wichtig, wo dann sich das Chartbild eher ins Negative drehen würde, wäre eben ein Kurs unter dem Rainbow. Also unter 10.950, 60 sollte er nicht, auf jeden Fall nicht schließen. Ob er jetzt hier vielleicht noch kurz das Gap, wir sind jetzt hier auf Xetra unterwegs, noch schließt, temporär, gut, aber auf jeden Fall sollte er kein 4-Stunden-Close unter dem Rainbow produzieren. Wenn man kurz in der kurzfristigen Zeitebene unterwegs ist, sieht man auch hier im Stundenchart, da läuft dann der EMA 200 an der Unterstützung von 9.950 und ja, noch eine wichtige Unterstützung ist bei 10.060. Alles darüber, ja, ob jetzt auch
Natürlich die Rücksätze sind einzuplanen, aber darüber ist eigentlich der Index bullisch zu interpretieren. So, dann kommen wir noch kurz, oder wir kommen dann zu den Einzelwerten, die von letzter Woche noch laufen. Ist die BASF-Aktie, kommt nicht wirklich in Schwung. Also hier sollte man oder könnte man den Stoppkurs ja recht eng an das Kursgeschehen hochziehen. Also alles darunter, ja, ist jetzt nicht unbedingt natürlich ein Short-Versuch wert, aber man sollte ja, sage ich mal, die auflaufenden Gewinne jetzt nicht unbedingt wieder komplett hergeben oder nicht wieder, dass der Wert komplett ins Negative läuft. Ja. Könnte man machen hier bei der Post. Die Deutsche Post AG. Hier ist das erste Level angelaufen und kämpft jetzt hier mit dem Rainbow und mit der Wolkenoberkante. Auch hier wäre eine Stoppanhebung recht sinnvoll. Dann kommen wir zu den neuen Werten, die auch schon die ich bei Gottmut, also das Trading-Kandidaten, vorgestellt habe. Ist auf alle Fälle eine Biogen. Sehr interessant. In Wochen, also wirklich ein idealer Hammer im Wochenchart. Direkt über dem EMA 200. Hier sollte es, solange der Kurs über 268 notiert, sollte es eigentlich Richtung 300 gehen. Dann habe ich noch einen deutschen Wert mitgebracht. Die BVB-Aktie. Hier ist es wirklich auch sehr interessant. Im Moment kämpft er noch eben im Rainbow mit der Oberkante. Aber bricht er hier aus der Keilformation, Dreiecksformation nach oben aus, sollte es wirklich sehr dynamisch, theoretisch sind auch höhere Kursziele denkbar, aber hier war das jetzt einfach mal so ein Setup, wo man, wo man auf die 4,25 spekulieren könnte. Also gute 5%. Und wenn dann der Ausbruch da ist, dann kann man den Stopp auch relativ, sollte man den auch zügig weiter nach oben setzen. Das ist jetzt nur ein Anfangsstopp eingezeichnet. Was auch sehr interessant ist für diese Woche, ist die ExxonMobil-Aktie. Ein Dow Jones-Wert, ein großer, hängt genau am EMA 200 im Tageschart und an einer horizontalen Widerstandslinie. Aber hier ist eben noch eine Aufwärtsdynamik natürlich zu erkennen. Und hier sollte man eine Reversal-Kerze eben abwarten. Also den heutigen Tag auf jeden Fall abwarten. Und wenn hier was Negatives kommt, wäre wirklich ein Short-Versuch mit relativ engem Stopp dann möglich. Ja, mit Ziel ja, Rainbow Ober bis 78,30 sowas, ja. Wäre dann möglich, Short, spekulative Möglichkeit. Dann kommen wir noch zu den Währungspaaren. Das australische Dollar, US-Dollar hat jetzt, nachdem er zweimal die 0,7350 überwunden hat, zweimal einen Rückwärtsgang eingelegt. Hier nochmal in die Unterstützung. Heute Morgen wurde die Unterstützung nochmal getestet. Und hier bleibt eben weiter das Kursziel 0,750 auf dem Radar. Und was immer noch hier sehr wichtig ist, dass diese Wolkenunterkante nicht nachhaltig verletzt wird. Sollte es jetzt hier nochmal ein kleiner Move nach unten kommen, wäre es charttechnisch, würde es kein Problem darstellen. Aber jedenfalls diese Marke sollte nicht unterschritten werden. Im Euro-US-Dollar habe ich eine Analyse ja verfasst, wo der Kurs noch hier oben stand. Bei 1,1450 war eben dann der Zielbereich, der jetzt hier auch markiert ist, sollte angelaufen werden. Und hier kämpft er jetzt, ja, mehr oder weniger genau, die unteren Kerzen liegen unten auf und sollte möglichst jetzt halten, um dieses Szenario abzuarbeiten.
kurzfristig, was auch noch wichtig ist, dass hier der Abwärtstrend eben gebrochen wird. Aber das habe ich eben auch am Wochenende noch, liegt im Stream sozusagen der Chart da. Also hier wäre dann auf alle Fälle Kursziel, wenn der da jetzt hier bricht, von 1,1450 wieder denkbar. So, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich werde mich höchstwahrscheinlich nach Börseneröffnung gegen 16 und 17 Uhr nochmal melden. Bis dahin wünsche ich allen gute Trades.